Also mein Name ist Wolfgang Wimmer. Ich bin 1962 in Bayern geboren an der Donau und habe dann mit 18 Jahren angefangen zu studieren. Zunächst in München, neuere Geschichte. Bin dann nach West-Berlin Anfang der 80er Jahre gegangen, habe dann an der Freien Universität weiter studiert. Das war damals noch die Zeit, als Berlin eingemauert war. Das war für uns Westdeutsche, die da hingezogen sind, nicht so dramatisch. Wir wussten ja, was wir tun. Für viele Berliner, das habe ich dann zur Wendezeit vor allem erlebt, war die Mauer schon ein sehr dramatisches und einschneidendes Stück ihres Lebens. Ja, ich habe dann in Berlin studiert, Geschichte. Habe dann promoviert, dann eine Ausbildung als Archivar gemacht und bin seit 1996 hier bei Zeiss in Jena. Vor der Wende bin ich mit dem Auto oder mit dem Zug hier schon mal durchgekommen, aber da war immer so das Gefühl, das ist zwar ein Teil Deutschlands und da sprechen die Leute die gleiche Sprache wie ich, aber trotzdem werde ich hier wahrscheinlich nie in meinem Leben herkommen. Und ja, dass die, Sie sind hier angekommen. Die Züge sind einfach hier durchgefahren und die Autobahn ist ja auch nicht weit weg, von, also nicht unmittelbar auch durch Jena. Doch, der Interzonenzug ist auch durch Jena durchgefahren. Ja. Also man ist hier schon durchgekommen, wenn man nach Richtung Nürnberg gefahren ist. Autobahn, wie gesagt, ist 20 Kilometer weg von hier, da ist man also nicht durch Jena durchgekommen, aber so in die Gegend. Und ja, aber es war eben immer mit dem Gefühl verbunden, mit dem meine Generation ja aufgewachsen ist, dass diese Mauer und die Grenze, so undurchlässig wie sie ist, nun mal so ist und dass sich das nicht ändern wird. Als 1988 oder 89 Erich Honecker gesagt hat, dass diese Mauer wohl erst in 100 Jahren wegkommen wird, haben die Westdeutschen sich da eigentlich nicht drüber gewundert. Die dachten, ja, das ist halt so. Aber in Ostberlin, das habe ich gemerkt, bei vielen Bekannten, da hat das sehr viel ausgelöst, dieser Satz, weil da sozusagen so eine gewisse Hoffnungslosigkeit drin war. Also dieses Problem wird sich nicht lösen und wir werden in nächster Zeit dann nicht über diese Mauer hinwegkommen und mal schauen können, was da im Westen, was in West-Berlin, was in Westdeutschland los ist. Und das hat die Leute doch sehr aufgewühlt, auch sehr junge Leute. Das hat Honecker nicht gesehen, was er da für Emotionen ausgelöst hat. Das hat er mit Sicherheit nicht in seinem Denken gehabt. Mhm. Ich, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, es hat was ausgelöst. Ja, und ich habe dann in den 90er Jahren eine Ausbildung als wissenschaftlicher Archivar in Berlin gemacht und dann war die Stelle hier in Jena ausgeschrieben und seitdem bin ich eben hier in Jena. Okay. Und was war dein Gefühl, weil sie hier in Jena gekommen war? Was war mein Gefühl? Ja, man hat natürlich schon gesehen, also das erste Gefühl ist natürlich, wenn man von Berlin, einer großen Stadt, in eine kleinere Stadt geht. Ich bin aufgewachsen in Ingolstadt. Das ist eine Stadt, die ist ungefähr so groß wie Jena. Aus meiner damaligen Berliner Sichtweise eher eine Kleinstadt, was man den Jenern und den Ingolstädtern nicht sagen darf. Aber sie sind eben kleine Städte mit kulturellem, eher mäßigem Angebot. Und diese enorme Vielfalt von Berlin, die hatte man eben hier nicht. Das war mal das eine. Dann natürlich, dass man vieles nachholen musste, also vom Baulichen her, von den Gebäuden her, war einfach das noch zum Teil in keinem so guten Zustand. Wobei man aber eben auch schon klar gesehen hat, dass sich in Jena was entwickelt, im Gegensatz zu vielen Umlandgemeinden oder wenn man sehr weit in den Osten geht, wo es eben Städte gibt, wo man wirklich ja auch heute noch zum Teil das Gefühl hat, da bewegt sich nichts, da geht nicht wirklich was vorwärts. In Jena hat man damals schon gemerkt, da war die Universität, da sind viele kleinere und mittlere Betriebe, die aus dem Zeiss-Kombinat hervorgegangen sind und dass da sich was bewegt. Das war damals auch schon so zu sehen. Und Sie sind hier angekommen, Sie sind direkt in Jena gewohnt?
Ja, das war für mich, ich habe noch eine Wohnung in Berlin erstmal behalten, eine Zeit lang, klar, dass man, aber ich habe das dann auch nicht so viel genutzt. Ich finde, ich bin kein Fahrer, jetzt auch mit dem Fahrrad zur Arbeit. Also ich bin keiner, der gerne pendelt oder hin oder her, sondern ich bin schon auch gleich nach Jena gezogen. Ja, und habe mich dann auch hier verwurzelt. Ich habe auch hier geheiratet. Meine Frau stammt zwar auch nicht von hier, aber meine drei Söhne stammen alle, sind alles echte Jenenser jetzt. Und was war deine Gedanke über die Jener, die nicht so weit weg, sie sind auch Deutsch, aber von Bayern nach Jena ist eine andere Mentalität. Und wenn sie hier gekommen sind, war schon unterwegs die neue Struktur von Zeiss oder war früher? Ja, also es war schon, naja, ich meine, das ist ein bisschen ein Unterschied als Westberliner, sage ich mal, auch wenn ich aus dem Westen, da hatte man den Osten, hatte man die DDR schon ein bisschen gekannt. Man war eben öfter mal in Ostberlin, ich hatte auch einen Bekanntenkreis in Ostberlin, und von daher kannte man die Probleme und die Sichtweisen. War man zum Teil natürlich sehr erstaunt, so Dinge wie, was einem erzählt wurde, was immer wieder, dass die Leute gesagt haben, ich habe aktiv Werbefernsehen geschaut, haben wir gesagt, was machst du, Werbefernsehen schauen? Dann haben sie gesagt, ja, weil wenn man Werbefernsehen schaut, dann sieht man ja so ein bisschen, wie die Leute leben im Westen. Haben wir gesagt, ja, aber das Werbefernsehen hat doch nichts mit dem Leben der Menschen zu tun. Doch, doch, da waren die Leute sehr fest überzeugt davon, die Werbung muss ja was mit dem Leben, sonst würde sie ja nicht funktionieren. Also so bestimmte Mentalitäten, wie gesagt, das hat man schon ein bisschen gekannt, aber und so dramatisch sind die Unterschiede im Grunde nicht. Es sind eben systembedingte, dadurch, dass auch die Warenangebote und so weiter anders waren, dass die Welt, die Lebenswelt, aber von den Mentalitäten her, sozusagen die Deutschen als sehr genaue, präzise, manchmal auch pingelige Menschen und so, da glaube ich, sind die Unterschiede nicht so groß. Es ist dann die Sprache eher, dann sozusagen, ich habe einen bayerischen Einschlag leicht, das hat oder auch stärker, je nachdem, das hat in Berlin niemanden gestört und hier werde ich meistens für einen Franken gehalten, was ja für einen Thüringen aus sozusagen auch nicht so weit weg ist. Und bei der Firma war schon unterwegs diese neue Struktur, oder das war früher? Ja, also bei der Firma, die hatte gerade eine starke Krise durchlaufen. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber gar nicht. Es waren hier in Jena nochmal von 3000 Beschäftigte auf 1500 hatte sich die Belegschaft, wurde dann nochmal halbiert. Und ich war wahrscheinlich einer der ersten Leute, die neu eingestellt worden sind. Aber wie gesagt, das wusste ich alles damals gar nicht so. Das ist mir dann erst später klar geworden. Die Firma hatte im Grunde mit der Wende und dann auch mit der Krise, die das Unternehmen Mitte der 90er Jahre durchlaufen ist, hatte eine große Krise hinter sich. Eine Krise, von der man heute sagen kann, ja, die hat das Unternehmen stärker gemacht, weil man es überlebt hat, aber die hätte auch fürs Unternehmen schlimm ausgehen können. Es hätte auch dazu führen können, dass das Unternehmen insgesamt, nicht nur hier in Jena, sondern insgesamt nicht mehr weitergeführt werden kann. Und wie war deine Arbeit am Anfang von einem Archivist für eine Firma, der verschiedene Orte, verschiedene Systeme hatte und Naja, ich meine, es war schon zunächst mal die Arbeit relativ stark auf Jena konzentriert, auf Jena Bestände. Es ist erst in den letzten Jahren, dass wir eben den Anspruch, den wir eigentlich schon immer hatten, dass wir Konzernarchiv sind, dass wir die auch für andere Standorte realisieren. Da muss man natürlich, das hat was mit Vertrauensbildung zu tun, also dass die Leute in einen Vertrauen gewinnen, dass man die Sachen nicht nur irgendwo wegstapelt, sondern dass die Sachen dann auch findbar und zugreifbar bleiben in irgendeiner Form. Und das haben wir gerade die letzten 3, 4 Jahre, haben wir sehr viel von anderen Standorten. Aber die Arbeit am Anfang war relativ stark auf den Standort Jena bezogen, also vor allem das, was hinter mir ist. Die Bestände aus der DDR-Zeit, die mussten erschlossen werden. Das waren für mich ja auch Dinge, die ganz fremd sind. Wer auch immer so einen Job macht, denkt immer, es sei das
die beste Lösung, das er es gemacht hat und ideal. Wenn Sie einen Fenster putzer fragen, der wird Archivar, dann sagt er, Sie müssen vorher Fenster geputzt haben. Für mich war es auch so ein bisschen, dass ich sage, ja, es gibt eben dort Dinge, über die man sich wundert, über die sich Leute, die von hier sind, nicht gewundert haben. Zum Beispiel das ganze Eingabewesen. Ich weiß von Staatsarchiven, die haben gesagt, ja, die Eingabe, die standen ja so in der DDR-Zeit schon auf Kassation, die wurden dann auch nach der Wende weiter vernichtet. Ich habe mir das angeschaut und habe eben gesehen, ja, die Eingaben, die sagen doch relativ viel auch über die Lebenswirklichkeit der Menschen, welche Probleme die Menschen hatten. Natürlich war das Wohnungsproblem das Hauptproblem der Menschen in der DDR. Aber es gibt eben auch ganz andere Dinge und deswegen haben wir die ganzen Eingaben nicht weggeworfen, sondern haben sie behalten. Hat sich jetzt bis jetzt wissenschaftlich noch nicht jemand beschäftigt damit, aber das wird kommen und ich glaube, dass diese Informationen auch sehr, sehr interessant sein werden, zumal, wie gesagt, in vielen anderen Archiven das weggeworfen wurde. Also ich glaube, dieser Blick, der ein bisschen von außen kommt, schadet da nicht, muss man sozusagen. Und wie ein Historiker und Aktivist, was denkst du, dass die starke Punkte von Zeiss unser Überleben? Ja. Warum ist, was ist die größte Geschichte, das ist überlebt und das Firma und die Wiederhereinigung? Also es war schon eine Konstellation in der Wendezeit, dass man auch bei der Treuhandanstalt, der Rohwetter, hat es, glaube ich, gesagt, dass drei Dinge müssen erhalten bleiben von der DDR. Die Leipziger Messe, Zeiss, und jetzt fragen Sie mich, was das dritte war. Also auf jeden Fall gehörte Zeiss zu den Dingen, die weiter Bestand haben mussten. Das ist das eine, aber dass es langfristig lebensfähig war, auch in den Tochterunternehmen oder den Unternehmen, die es heute so in Jena gibt und auch an der Universität, hängt doch sehr stark von dieser Wissenschaftsorientierung des Unternehmens ab. Es war sehr, sehr stark, die Forschung und Entwicklung war sehr, sehr ausgeprägt und aus dieser Entwicklung sind viele Dinge hervorgegangen, die heute Zeiss selber, aber auch andere Unternehmen am Leben erhalten. Und ich glaube auch diese Mentalität, dass man nicht einfach nur auf die Schnelle Geschäfte macht, sondern dass man da was reinsteckt, Forschung und Entwicklung, und dass das auch ein bisschen Zeit braucht und sehr viel Kompetenz. Das ist so eine Mentalität hier, glaube ich, die insgesamt für Jena prägend ist und die auch dazu führt, dass da eben manches sich bewegt. Was denn über die DDR-Kultur, das ist noch in Zeiss? Arbeitskultur. Arbeitskultur. Die Mentalitäten und die Denkkulturen der Zeissianer in Ost und West waren gar nicht so stark unterschieden. Man sieht es im Guten wie im Schlechten. Also manche Dinge wie zum Beispiel Zoom-Objektive, obwohl sie innerhalb des Zeiss-Konzerns entwickelt worden sind, aber die hat man bei Zeiss nicht gewollt, weil Zoom ist immer ein Kompromiss, ein technischer Kompromiss, und Zeiss wollte eben die perfekten Objektive haben und keine Kompromisse. Und da haben die Japaner beide Unternehmen sowohl im Westen als auch im Osten überholt, weil die haben diese Kompromisse, sind die eingegangen und haben ja auch zum Teil sehr gute Objektive. Also dieses stark technische Sichtweise auf der einen Seite, also nicht vom Markt getrieben, sondern von Technologie getrieben und von technologischer Sichtweise, das prägt beide Unternehmen. Und dann natürlich in der Optik geht es um Mikrometer, in der Hochleistungsoptik heute um Nanometer, also nochmal ein Tausendstel Mikrometer, also unfassbar kleine Größenordnungen, um die es da geht. Also die Präzision, die gefordert wird, ist enorm und das prägt die Menschen. Sie arbeiten sehr genau und präzise. Dann hat natürlich die Wendezeit auch das Unternehmen in Jena sehr zusammengeschweißt. Also was da noch übrig geblieben war, war ja nicht so viel. Und das hat man schon gemerkt, da war schon auch ein gewisser Aufbruchsgeist und eine Aufbruchsstimmung. Und auch die Stimmung, dass man sich unbürokratisch gegenseitig hilft.
Das ist in großen Konzernen und größeren Konzernen wird es dann immer weniger, weil die Bürokratie und die, wie soll ich sagen, die Arbeit nach Vorschrift da immer bedeutsamer wird und sozusagen das Informelle, ich helfe da jetzt einfach mal, obwohl ich dafür nicht bezahlt werde, verliert dann ein bisschen an Bedeutung, leider. Also es war in den 90er Jahren war schon auch sozusagen eine gewisse Aufbruchsstimmung, aber natürlich auch immer ein bisschen eine Krisenstimmung, weil man lange sich nicht so sicher war, ob denn dieser Standort hier in Jena langfristig innerhalb des Zeiss-Konzerns Bestand haben wird. Kann ich fragen, was denken Sie heute über die Wiedereinheit von Deutschland und auch die, was in der ganzen Ostdeutschland passiert ist und was heute ein bisschen mehr problematisch ist. Was denken Sie, wie ein Historiker auch, wie die Gründe, die Hintergrundgeschichte, in diese neue Welle mitgebracht? Ja, das ist natürlich schwierig, weil danach ist man immer gescheiter und kann immer auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind es aber auch so Kleinigkeiten, wo man da damals drüber hinweggegangen ist. Es gab eine Diskussion darüber, dass man doch eigentlich im Grundgesetz der Bundesrepublik festgelegt war, wenn es denn zu einer Vereinigung kommt, dass man eine neue verfassungsgebende Versammlung macht und eben das Grundgesetz durch eine richtige Verfassung ersetzt wird. Das hat man damals nicht gemacht. Das Argument von Helmut Kohl war, dass man wenig Zeit hat und man muss eben möglichst schnell dieses Fenster nutzen. Man hätte aber trotzdem sowas machen können, um von dieser Mentalität wegzukommen, die Deutschland lange geprägt hat und vielleicht auch heute noch prägt, dass die Westdeutschen im Grunde der Meinung sind, ja, für uns hat sich ja nichts verändert, wir zahlen da Geld, aber ansonsten hat sich nichts verändert. Und die Ostdeutschen müssen sich anpassen und auf der ostdeutschen Seite hat man eben dieses sich nur verändern und nur anpassen wollen und müssen, zunehmend eben auch als Überforderung wahrgenommen. Also man hat, glaube ich, insgesamt den Vereinigungsprozess zu sehr als eine Anpassung des Ostens an den Westen gesehen und nicht so sehr und so gut wie gar nicht die Chancen und Möglichkeiten einer Veränderung des Gesamten sieht. Also es klingt recht banal, dass man eben auch aus dem Osten etwas lernt. Zum Beispiel ein ganz banales Beispiel ist das Gesundheitswesen, wo diese Polikliniken der DDR heute, die damals Knallerfall abgeschafft worden sind und heute werden ähnliche Modelle wieder propagiert. Also wenn man sich damals etwas stärker reflektiert hätte und nicht immer nur der Meinung gewesen wäre, alles was aus dem Westen kommt, ist das Bessere, sondern eben wirklich abgewogen hätte, dann hätte Besseres rauskommen können zum einen und zum anderen hätten sich die Ostdeutschen auch stärker in diesen Prozess integriert gefühlt und heute fühlen sie sich eben zum Teil überfordert, wo die Westdeutschen eben sagen, ja, ihr wolltet's doch sozusagen. Es war ja die Volkskammerwahl vom Frühjahr 1990, die ja so eindeutig ausgegangen war, dass eben alle anderen Positionen, wo man gesagt hat, ja, das Ganze soll man ein bisschen langsamer machen und so weiter, alle anderen Positionen ja gar nicht mehr präsentabel waren, weil sozusagen die Stimmung derartig, aber trotzdem hätte man. Und das gilt auch für das Unternehmen. Man hätte vieles stärker auch als Chance wahrnehmen können und müssen und sollen, als man es tatsächlich gemacht hat. Aber wie gesagt, im Nachhinein ist man immer gescheiter. Wie, nicht persönlich vielleicht, aber wie eine Firma, denken Sie, dass vor Zeit die Wende war eine Chance? Die Wende war auf jeden Fall eine große Chance fürs Unternehmen.
Es gab auch Geschäftsbereiche, die man nicht übernommen hat, wo man etwas hätte machen können, wo man relativ schnell aber der Meinung war, nein, wir bleiben bei der klassischen Optik. Da hat man sich dann auch gegenseitig Konkurrenz gemacht. Dieses Konzept hat dann nicht funktioniert, weswegen es dann Mitte der 90er Jahre zu der großen Krise gekommen ist. Aber ich glaube, man hätte auf vielen Gebieten auch noch stärker schauen können, ob da nicht tatsächlich auch Chancen für die Unternehmensentwicklung da sind. Aber man muss auch sehen, was eben damals nicht auf westdeutscher Seite gesehen worden ist, was man nicht wahrnehmen und wahrhaben wollte. Das westdeutsche Unternehmen war zu dem Zeitpunkt auch schon in einer schwierigen Lage, auch schon vor der Wiedervereinigung, war es wenig profitabel gewesen, es hatte sehr verkrustete bürokratische Strukturen. Es ist, wenn wir heute Interviews führen, wird es doch sehr klar, gerade wenn man dann sieht, was nach der Krise in der 90er Jahre passiert ist, dass man eben diese verkrusteten Strukturen verändert hat und das Unternehmen modernisiert hat und dann eben erst nach dieser Krise und den Maßnahmen, die man daraufhin ergriffen hat, das Unternehmen wirklich sozusagen die Chance ergriffen hat. Okay. Und persönlich, denken Sie, die Wende war persönlich für dich eine Chance? Ja, in jedem Fall. Meine Frau stammt aus Ostdeutschland, eine Familie. Ich, wie gesagt, für mich als in meiner Generation in Westdeutschland war das kein Thema. Es war nicht, wir haben das dann auch so wahrgenommen, ja, die Ostdeutschen wollen das unbedingt und dann machen wir das auch. Also schon in dem Sinne, im Gegensatz zu allen Schulfreunden und so weiter, sehe ich eben aber auch stärker, dass wir da auch in der Verantwortung sind, dass man nicht einfach sagen kann, ja, ihr wolltet das und Punkt, so war es eben, sondern dass man da insgesamt eben in einer Verantwortung ist. Auch das sind auch Themen, die jetzt auch ein bisschen was mit der EU und mit der Situation in Europa zu tun hat, dass man eben auch sagt, ja, wir können nicht einfach nur die Chancen wahrnehmen, den enormen europäischen Markt, der für die deutsche Industrie große Chancen gibt. Wir müssen eben auch gewisse soziale Verantwortung in schwächeren Ländern übernehmen und wir müssen auch helfen, dass diese schwächeren Länder sich gut entwickeln, auch wirtschaftlich gut entwickeln, weil davon im Endeffekt langfristig alle ihren Vorteil haben können. Es gibt eine Verbindung zwischen die Reaktion an die Wiedervereinigung von Deutschland und was ist heute mit Migranten passiert ist. Beruflich sein. Wie konnten wir die helfen? Wie konnten die integrieren? Also das Argument ist hier im Osten relativ häufig, also schon länger. Also es gibt zu viele Ausländer in Deutschland. Dann sagt man ja, aber hier in Jena gibt es doch kaum Ausländer. Ja, hier nicht, aber in Berlin. Ja, aber wir leben hier nicht in Berlin, wir leben in Jena. Ich glaube, so ein bisschen ist mein Eindruck, das hat sich ein bisschen verschärft jetzt, so nach dem Motto, uns wurde unser Land schon mal weggenommen und jetzt wird es uns nochmal weggenommen. Also eine derartig überspitzte Sichtweise, die sich selber so auch als Opfer sieht. Es ist immer gefährlich, wenn sich jemand nur als Opfer sieht, dann glaubt er, dass er leicht Täter werden darf. Also so eine Opferrolle, die da manche einnehmen. Aber es ist natürlich insgesamt im Moment auch es ist auch Verunsicherung da, weil Menschen mit anderen Kulturen, mit anderen Einstellungen konfrontiert werden. Und da stellt sich natürlich auch insgesamt die gesellschaftliche Frage, wo man sozusagen, wo der Weg ist, wo man in Kompromisse geht, was man sagt, okay, das ist eine Bereicherung und wo man sagt, nee, das sind Dinge, die wir nicht unbedingt brauchen hier. Und das ist ja insgesamt eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir haben. Manche glauben, dass man sich da einfach machen kann und einfach sozusagen durch Abgrenzung und Ausgrenzung hätte man das Problem gelöst. Aber das wird sicher nicht die Lösung sein. Wir haben ohnehin
demografisches Problem. Wir brauchen junge Leute und dass es so weitergeht. Ich sage mal, dass aus Osteuropa zum Beispiel sehr viele junge Leute hier nach Deutschland und Spanien hatten wir in den letzten Jahren auch viele Arbeitsmigranten. Wir sozusagen diesen Ländern da das, ja, wie soll ich sagen, die, das Blut ausziehen sozusagen oder abnehmen. Das kann so nicht gehen. Also ich glaube, da ist ja, es sind natürlich auch schwierige Diskussionen, es sind schwierige Prozesse und die Leute, und es, da tun sich natürlich Leute leicht, die so auf Vereinfachung machen und so tun, als gäbe es nur ein Problem mit einer Ursache und einer Lösung. Aber das ist doch ziemlicher Schwachsinn. Aber insgesamt brauchen wir diese Diskussion, wie gehen wir damit um? Als gesellschaftliche Diskussion und nicht nur als eine Diskussion, die in Bonn oder in Berlin da stattfindet, also irgendwo in einem abgezirkelten Raum, die ist schon wichtig. Und da müssen wir uns eben auch positionieren und brauchen klare, ja, und brauchen Kompromisse sozusagen.